Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, aber nicht mehr schaut. Ich bin Pai vom Schulgang und grüße euch zum ersten Team-Meeting am ersten Spieltag für UET Season 3. Jo, wir sind hier die beiden Teams. Also mein Team habe ich ja letzte Woche am Sonntag, glaube ich, schon vorgestellt. Müsste zumindest so gewesen sein. Wir haben im Gear Dynamax Tier Lapras, im Tier 1 Trikefalo, Tier 2 Smogmog in der Galar-Form, Tier 3 Rehornior, Tier 3 Bronzong, Tier 4 Gortraum, Tier 4 Belektro, Tier 5 Galoppa. Und in den Free Tiers haben wir Barakifa, Monte Carbo, Costoso und Drifzebeli. Und am ersten Spieltag spielen wir, wie schon gestern im Pokémon Mystery Dungeon Part angekündigt, gegen Logi. Logi hat im Gigadynamax Tier Gigaglurak, dann im Tier 1 Galarvampivian, im Tier 2 Riffex, im Tier 3 Elfun, im Tier 3 nochmal im Tier 3 Echnatol, im Tier 4 Volnona, nochmal Tier 4 Steelix. Tier 5 Mogelbaum und in den Free Tiers Krebutak, Pelipper, Karoktroheist und Solivora. Jo, ist so ein bisschen Misch aus Sonne und Regen. So ein bisschen. Also Krebutak im Regen ist halt böse. Also, wir können mal kurz durchgehen. Also, Gigadynamax Duak kann man mitnehmen gegen mich. Aber ich habe hier zum Beispiel Sachen wie Feuerfänger auf Galoppa oder Feuerfänger auf Monte Carbo. Ich habe. Habe Trikefalo, der eben sehr gut mit den meisten Moves dealen kann. Ich habe sowas wie Barakifa, was Glurak einfach one-shottet. Ich glaube, mit der Banded Liquidation sogar, wenn Sonne draußen wäre. Also, Barakifa hat ja ordentlich Wumms. Und der ist auch schneller als alles. Können wir direkt mal im Vorhinein sagen: Also, Barakifa ist schneller als das gesamte gegnerische Team. Weil das gegnerische Team nicht wirklich schnell ist, wenn man sich mal die Mons anguckt. Das schnellste Mon hier sollte hier gerade Elfun sein. Danach kommt Glurak. Zusammen mit Volnona. Elfun ja, glaube ich, 115. 115, kommt das hin? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Und Glurak und Volnona beide mit jeweils 100. Mit jeweils 100. Ja, so rum. Das Team ist recht slow. Folglich mein Team mit ordentlichem Speed. Ich würde immer noch sagen, mein Kerl ist einer der schnellsten in der Liga. Wenn man sich das anschaut mit Barakifa, Belektro und Galoppa, haben wir hier drei Mons, die ordentlich über die 100 kommen. Was nicht bei jedem Charakter gegeben ist, wie man hier gerade schon bei Logi sieht, denn es ist ja nicht unbedingt der Pokémon-Auswahl vorhanden. Also sonst schnellere Mons, wie zum Beispiel Kapuriki oder. Okay, Kapuriki war das erste, was mir eingefallen ist. Was gibt's denn noch so? Seit so in den letzten Seasons, was schnell war. Terra, also wobei die ganzen Legenden da aus Einal, also die Musketiere gibt's ja. Also zumindest es gab schon schnellere Mons. Es gab auch schon schnellere Tierlists quasi. Mir ist alles aufgefallen, als ich gerade die ganze Zeit im Hintergrund Musik laufen hatte und mein Background-Sound nicht an hatte. Ganz stark so. Ich hoffe, jetzt hört man ein bisschen was von im Hintergrund. Hatte ich jetzt im Hintergrund laufen. Sorry, ich will es jetzt nicht alles mal von vorne aufnehmen. Aber wir auch erst seit 3 Minuten aufnehmen. Jedenfalls, ich habe gerade schon. Ja. Egal. Lass mal das. Auf jeden Fall. Ordentlicher Kader von Logi, wir können mal durchgehen. Also Gigadynamax Glurak, der prallt an Sachen wie Galoppa oder Monte Carbo recht gut ab. Wobei beide jetzt nicht unbedingt ein Erdbeben abfangen wollen. Zudem kann es die Säulen nicht für sich selbst rausbringen. Dafür kann es sich aber Speed boosten durch einen Giga Air Slash oder Giga Hurricane. Aber eben, es kann die Säulen nicht für sich selbst rausbringen. Das kann, wenn dann Volnona, weswegen er es wahrscheinlich auch gedraftet hat. Dann haben wir als nächstes Galarvampivian, der immer ein Threat ist. Also wirklich, es gibt kaum Konter für dieses Ding. Es gibt einen richtig guten, der ist auch weggegangen, Milotic. Das ist wahrscheinlich so der beste Konter für Galarvampivian. Oder allgemein Bulky Water-Types, zum Beispiel Marmolida, den ich aber niemals draften würde, weil ich dieses Viech hasse. Ich verabscheue Marmolida bis zum Vollsten. Also, ja, Galarvampivian ist immer ein Threat. Muss man immer beachten im Teambuilding. Habe ich auch genug, glaube ich. Und ja.
Dann Reflex. Reflex ist auch immer gefährlich. Aber Loris Problem hierbei ist mein erster Tier 3-Pick, und zwar Rehornior. Reflex macht effektiv nichts gegen Rehornior. Elektro fange ich komplett ab. Gift wird, glaube ich, vielfach resistet. Normal breit komplett, aber also auch so Sachen wie Überschallknall. Die Coverage ist dann speziell damit schon fertig. Physisch haben wir noch einen Feuerschlag, der auch absolut nichts macht, und einen Abwehrtyp, der wahrscheinlich das effektivste ist. Jedoch hat Rihanna ja auch Felskerne, 130er Def und 110 KP Base. Also die physischen und KP-Werte von Rihanna sind ja absolut brachial. Also da kommst du physisch nicht vorbei, wenn du da jetzt nicht vielfach effektiv angreifst. Das ist absolut krank, was der hat. Also Reflex sehe ich null. Also will ich absolut null. Muss ich wirklich sagen. Dann, echt dann toll. Ne, Elfun erstmal. Elfun ist durch das ganze Support, durch die ganze Supporterei ziemlich nervig. Vor allem eben wegen so Sachen wie Stun Spore, Encore oder whatever. Kann aber eben auch theoretisch, falls man dabei ist, mit dem Chlorophyll ordentlich was anstellen. Wird auch durch einen Regen von Pelipper Support, weil er durch der Orkan immer trifft. Und ja, durch Draht, 115 Speed ist schneller als alles in meinem Team, außer Barakiefer und Belektro. Wobei Belektro wahrscheinlich das Beste wäre, was man gegen Elfun dabei haben kann, weil es nicht gepaart werden kann und es durch einen Strong Jaw Firefang ordentlich Damage drückt. Weil Barakiefer will trotzdem nicht gestunt Sport werden oder ja, irgendwie sowas. Dann, Echnatol kommen physisch in recht viel rein. Also vor allem bei mir, also meine physischen Monster, Rihornior, Bronzong, Gortrom und Gostoso und Barakiefer eben auch noch. Ich sag mal so, Echnatol kommt physisch in fast alles rein. Außer man braucht irgendwie die Ability, um es zu hitten, zum Beispiel bei Lopunny. Aber gibt's ja nicht viel zu. Gibt's ja nicht viele Monster, die nur so das Ding hitten können. Ja. Echnatol, der kann physisch halt schon dabei sein, aber wir haben halt auch so viele spezielle Threats dabei, wie eben Lapras, wir haben Trikefalo, Smogmog, der eigentlich eher mehr physische Base hat, aber der spezielle Movepool ist halt tausendmal besser. Und trifft Zephyr theoretisch halt auch. Oder halt mal Monte Carlo, bei dem ja auch viele vergessen, dass das Ding genauso viel Spezialangriff hat wie Attack. Was ich am Anfang auch nicht wusste. Also, der ist physisch besser als man denkt. Speziell besser als man denkt. Auch mit Sachen so wie Scald oder sowas. Ja. Dann Vonona. Ja, Vonona 100 Speed. Ist solide. Aber prallt eben kompletter Monte Carlo ab. Also Monte Carlo kann von nichts von Vonona wirklich stark angegriffen werden. Vor allem eben wegen 110 KP, glaube ich, und 120 und 90 Spätzle, die Monte Carlo hat. Also das Ding ist defensiv ein absolutes Biest. Und er macht Vonona nicht viel. Steelix sehe ich zu 100%. Weil der gegen Rehornior gut was machen kann, der kann gegen Lapras theoretisch was machen, weil ein Surfer nicht reicht. Zumindest bei speziellem Investment. Belektro prallt komplett ab. Costoso muss da auch erstmal durchbrechen, genauso wie Barakiefer. Und Smogon macht halt auch nicht so arg viel dagegen. Dahingegen, Tier 5 Mogelbaum sehe ich absolut nicht. Also, da haben wir zu starke Argumente gegen das Ding. Free Tiers. Kribbiter kann dabei sein, aber Kombination aus Lapras und Smogmog fickt das Ding ein bisschen, weil eben Knockoff und. Also, den Knockoff komplett abgefangen wird von Smogmog. Und zusätzlich Giga Lapras die Wasserattacken komplett aufsaugt. Also so ein Krabber macht einfach nichts mit gegen so ein H2O-Absorber. Pelipper kann dabei sein, sehe ich jetzt aber auch nicht unbedingt. Also, wir haben halt so Sachen wie Belektro, wir haben hier Smogmog, was Donnerblitz kann, wir haben Lapras, was Freeze Dry und Donnerblitz kann. Wir haben theoretisch auch Trikefalon mit einer Schockwelle. Und ja, und der will auch nicht unbedingt einen Regen rausbringen für Barakiefer, was halt echt wieder ein bisschen wehtun könnte bei ihm. Dann Caoctoo kann sehr gut dabei sein. Wir haben ordentliche Kampf-Weaknesses bei uns.
hier Lapras, Trigefalle und Rihornio haben ja schon Fighting Weaknesses, dann noch Monte Carbo und Costoso. Also Kampf und Boden Week bin ich ein bisschen in dieser Season, aber macht nichts leider. Und dann noch Somnivora, der kann auch gut dabei sein, auch wenn der von Trigefalle ein bisschen zerlegt wird, aber aufgrund dessen, dass wir recht viel physischen Purpose haben, hier mit Rihornio, Gordraum, whatsoever, ich hab die Namen schon oft genug gesagt, ist Somnivora jetzt nicht zwingend Pflicht dabei zu sein. Ist gut dabei zu sein, aber ist nicht unbedingt Pflicht. Aber, nachdem ich jetzt hier mal sein Team durchgegangen bin, können wir jetzt mal anschauen, was ich mir jetzt so gebaut habe dagegen. Also gehen wir mal hier in den nächsten Screen. Upsa. Jetzt. Das ist ein bisschen weird. Jetzt. Perfekt. Alles unter Kontrolle, Leute. manchmal so unfähig hier. Also, wir sind mal die beiden Teams rechts. Gehen wir mal durch. Ich habe mir mal ein bisschen Mühe gegeben bei den Movesets. Mal schauen, wie es euch gefällt. Vom Aussehen her. Gehen wir mal durch. Und zwar, erstes Mann, was ich dabei habe: Rihornio. Ist vom defensiven Purpose her, wie schon gesagt, eigentlich recht gut. So gegen Sachen wie Riffex oder natürlich auch Glurak, wenn es keine Pflanzen, wenn es nicht zwingend den Solarbeam dabei hat, dann kommt der auch in Sachen rein. Den Speed haben wir für, ich glaube, Steelix und ich glaube für Somnivora kann es noch sein. Dann Felswurf Erdbeben, zwei Sachen, mit denen wir sehr gut hitten können. Felswurf habe ich dabei, falls da diverse Subs oder so auf Flampivian oder so sind, weil ich im Teambuilding sehr heftige Angst auch hatte. Nicht nur vor Scarf Flampivian, auch Bandit Flampivian, nee, ich hatte ziemlich Angst vor Bellydrum Flampivian. Weil wenn das Ding dann auf 135 Speed, glaube ich, kommt, das ist schon gefährlich so. Aber eben dann auch Toxin und Tarnschrei. Toxin noch für sowas wie Pelipper oder Somnivora. Wie gesagt, mit Felswurf und Erdbeben hitte ich eigentlich so ziemlich alles. Außer vielleicht Elfen und ich natürlich werden wahrscheinlich so am schlechtesten gehittet von dem Set. Aber interessiert jetzt nicht groß, weil der soll eh hauptsächlich eher defensiv sein. Das sehen wir auch schon am Set. Klar spiele ich ein hartes Wesen, aber auch nur, weil der Angriff, das ist was die höchste Base hat und damit ich dann da weniger investen muss, damit ich mehr in die Defensive investen kann. Full KP, Defensive auf etwa halb, also kommen wir noch auf einen sehr stabilen Wert. Den Speed habe ich ja gerade schon gemeint, dass und für K-Octo hatte ich auch noch ein bisschen was investiert. Und der restliche Punkt, den wir noch hatten, in die spezielle Defensive. Dann sehe ich noch die Yachi Berry, damit wir besser in den Eisabfrage von Flamivian reinkommen. Und der Split ist übrigens genau so, dass wir mit der Yachi Berry und Felskern zwei Eishagel von Scar Flampivian tanken können. Also hat auch einen Grund, warum ich so investiert habe. Nächstes Mann ist ein Barakiefer, den wir tatsächlich ziemlich langweilig spielen mit Full Attack und Full Speed. Grund dafür ist, dass Scar Flampivian in der Zen-Mode-Form, die ich eben mit Bellydrum Set meinte, eine 135er Speedbase hat. Barakifa hat eine Speedbase von 136. Folglich, wenn er Full Speed Flampivian mit Zen Mode spielt, will ich schneller sein. Und das bin ich eben mit genau diesem Set. Und Wasserdüse killt halt normalerweise nicht. Wobei es den erstmal auf Half-Life kommen muss. Also ist ein bisschen kritisch das Ganze. Aber Wasserdüse habe ich eben trotzdem dabei für beispielsweise, falls ihr da noch eine Salka-Beere draufpackt mit Sub zusammen oder irgendwie sowas. Oder falls ich das normale irgendwie mal finishen muss, wenn es gesurft ist. Noch Nahkampf und Knirscher, damit treffe ich so ziemlich alles sehr gut, außer Elfhuhn treffe ich halt mit diesem Set gar nicht. Aber da ich für Elfhuhn genug dabei habe, im Endeffekt, die ersten zwei Mann jetzt nicht unbedingt, aber der Rest macht da schon ordentlich Work. Reicht mir das halt eigentlich ganz gut aus. Nahkampf noch für was war es? Für Krebutak. Weil Krebutak hier sonst sehr gut reinkommt. Wenn ich P-Jab spiele. In den Aqua-Durchstoß will Elfhund trotzdem nicht reinkommen. Deswegen ist trotzdem eine Glaskanone. Und Knirscher noch für Somnivora.
weil Somnivora eben defensiv unfassbar stark ist. Jo, dann als nächstes haben wir hier Smogmog, der auch ziemlich langweilig investiert ist hier. Wir spielen Reaktionsgas, weil dadurch die Ability von Flamivian ausgesetzt ist. Jetzt sieht man sich vielleicht erstmal, hä, warum macht man das dann? Weil dann ist er ja nicht mehr gechoiced. Ja, aber da die Me man meistens auf dem Ding auch einen Choice Scarf oder Choice Band spielt, ist das ihnen dann weiterhin trotzdem gechoiced. Aber wir kriegen trotzdem 50. Wait, das ist ja 15 mehr Damage, heißt, wir kriegen insgesamt 33% weniger. Wenn man es dann rumrechnet, ja. Oder. Ja, wir kriegen ein Drittel weniger, so rum. Ja, wir haben dann hier Flammenwurf, Donnerblitz, Irrlicht und Leiter treffen damit alles recht gut. Außer, ja, so Sachen wie Somnivora oder wahrscheinlich auch Riffex werden nicht groß kassieren von uns, aber das sind auch keine Monster, die nicht drin bleiben will mit Smogmog. Dafür habe ich andere Monster bei, wobei ich Riffex ja eh null sehe gegen uns. Leider noch, falls wir uns mal ein bisschen recovern müssen, dann noch den Giftschleim drauf. Und ja, das ist Smogmog. Als nächstes dann noch, ja, haben wir jetzt mal unser Giga-Lapras dabei. Und das ist ein recht defensives Set, wie wir es hier haben. Weil das Ding in der Giga-Form eh genug böllert. Das Ding hat trotzdem noch 85 Spezi-Attack-Base. Und die Moves in der Giga-Form sind bei knapp 130, 140 Stärke. Also das Ding böllert genug. Haben wir hier Gefriertrockner und Surfer. Treffen, also. Mit Gefriertrockner und einer Wasserattacke hat man ja auch eine perfekte Coverage, für die es nicht wissen. Also man kann damit alles hitten. Tollerweise. Na, Corona kickt. Jo, und zusätzlich haben wir mit der Dampfwalze noch die Möglichkeit, einen Riffex, was uns sonst ziemlich hart wegholzen würde, noch zu slowen. Zusätzlich dann natürlich noch die Möglichkeit, Flampivia noch zu stompen, falls das Ding gescarft ist und wir sonst keine Möglichkeit mehr haben. Weil Lapras einen Move immer tankt. Also, außer da kommt jetzt plötzlich Kraftkoloss oder so, was ich halt null sehe. Kraftkoloss bringt halt gegen mein Team so ziemlich nichts, weil immer irgendein Move viel besser ist. Und man will Eiserfahr spielen, wenn man Flammenblitz spielen gegen mich. Flammenblitz vor allem wegen Bronzong, aber der Song sonst nicht hittet. Erdbeben dann noch, falls Bronzong Hitzeschutz hat und wegen Monte Carlo. Und dann eigentlich noch eine U-Turn oder sowas. Also ich sehe Kraftkoloss nicht. Haben wir noch Schutzschild? Ich wollte eigentlich ursprünglich Toxin spielen. Ging nicht, weil Toxin ja in Gen 8 nicht möglich ist. Dann wollte ich glaube Vitalglocke spielen. Ging auch nicht, weil Vitalglocke auch ein Tutor-Move, glaube ich, ist aus einer früheren Gen. Ja, das habe ich mich am Ende für Schutzschild entschieden. Kann man mal was scouten mit. Kann man vielleicht noch ein bisschen Leffy's Recovery irgendwann mal mitnehmen. Und man hat trotzdem einen Status Move, mit dem man theoretisch auch mal ein Dynaschild oder Dynawall heißt es ja, glaube ich, triggern kann. Dann haben wir Monte Carlo. Der ist auch recht speziell defensiv investiert. Hat trotzdem auch das Ausbrennen. So, also das Set war quasi dafür ausgelegt, dass wir Elfun bisschen besser handeln können. Elfun ist nicht der größte Threat. Aber ich komme allgemein in die speziell offensiven Sachen besser rein. Also zum Beispiel auch in Glurak, falls er das dabei hat. Also, ja, ich habe schon ein bisschen Schiss vor Glurak, aber Monte Carlo macht es eigentlich ganz gut. Der frisst gut was. Also vor allem auch so ein, falls irgendwie ein Fokusstoß oder was kommt, das juckt den nicht so groß. Einziges Problem wäre theoretisch ein Erdbeben, aber ja. Man kann ja nicht alles abfangen, ne? Dann spielen wir das Ding halt fast komplett speziell defensiv. Haben noch ein bisschen Speed-Investment für die anderen 30 Speedmons bei ihm. Also Steelix und Eknatol. Sind ja beide auch 30er Speed. Und ich glaube, Somnivora auch. Oder hat es nicht sogar nur 29? Ah, keine Ahnung. Wir auch so Felswurf-Erdbeben haben wir ja schon mal Rihornio gehabt. Einfach nur, weil man damit alles hittet. Turbodreher, weil wir noch was zum Spin brauchen. Deswegen auch die Boots. Weil ich da kein gescheites Bild gefunden habe, es tut mir leid. Ja. Also für die Gaps würde ich kein Bild, was ich da jetzt gut benutzen konnte. Es tut mir leid. Ah. Und dann haben wir es jetzt. Also, ja, und Ausbrennen, habe ich aber vergessen zu erklären. Einmal hitten wir mit Steelix sehr gut. Falls es irgendwie denkt, er kann. Falls irgendwie denkt, er kann in uns drin bleiben. Nee, Ausbrennen ist 130er Stärke, speziell. Steelix ist speziell defensiv ist nicht so stark. Und wir sind schneller. Böllert.
Natürlich noch gegen zum Beispiel Elfhuhn, falls der mal in uns drin bleiben will. Flampivian, weil es eben sehr starker Move gegen Flampivian ist und wir dadurch nicht mehr so schwach gegen Erdbeben oder zum Beispiel auch Steinhagel sind. Steinhagel ist eben auch ein Move, den ich eigentlich gut gegen mich sehen kann, vor allem eben, weil es Lapras sehr effektiv hittet. Und weil es trifft Sepi auch effektiv hittet, wobei leider auch der Eisterfall was passiert. Aber er trifft dann mit Lapras und Monte Carbo, also recht gut reinkommen, sehr effektiv. Folglich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und als letztes haben wir dann noch Drikefalo. Der muss ja auch dabei sein, ne? Mit natürlich Schwebe, muss ja. 20 in KP, die ich eben nicht gebraucht habe, weil ich eben die 236 Speed habe. Für ein. Lass mich nicht lügen. Ja, für Scarflampivian. Weil wir eben 3 Basepunkte mehr haben, können wir Flampivian so immer outspeeden, wenn er gescarft ist. An Saikabere Flampivian kommen wir so nicht mehr vorbei. Also Zen Mode Saikabere, aber egal. Das. Da. Das werde ich irgendwie gehandelt bekommen, falls er es dabei hat. Dann eben Draco, hitten wir viel mit. Finsterauter hitten wir auch viel mit. Flammenwurf dann noch für Elfhuhn, was mit den beiden anderen Moves nicht wirklich gut gehittet wird. Und auch für Steelix oder für Flampivian oder für. Dann immer da. Und am Ende dann noch Kehrtwende. Für Switch Advantage ist es immer geil. Also Leute, spielt Kehrtwende. Ja, und ich würde sagen, dann haben wir hier mal das komplette Team. Ich hoffe, ihr freut euch auf den ersten Spieltag. Und ja. Bis morgen dann, wo es dann gegen Logi geht. Wir spielen um. Ich habe das Dokument glaube ich gerade noch offen. Und ich öffne es kurz. Wenn wir es jetzt genau wissen. Wahrscheinlich zur gleichen Upload-Time wie. Zur gleichen Zeit wie dieses geuploadet wurde. Und zwar spielen wir morgen um 15 Uhr. Also Leute, 15 Uhr, mein Kanal. Let's go. Seid da. Wehe, ihr seid nicht da. Also, bis dann morgen. Oder falls ihr die Draft hier doch nicht gucken wollt, bis übermorgen, bis dann wieder PMD kommt. Stay tuned, lasst ein Like da und.